Hallo und willkommen zurück hier bei der 5. Folge. Wir haben eigentlich den Schatz gefunden, so quasi. Jetzt müssen wir ihn nur noch bergen. Schau mal, kommen wir hier direkt aufs Schiff? Ich würde sagen, damit sind wir auch. Seht ihr, was ich sehe? Bald am Ende. Der Ausflugsdampfer hat abgelegt. Krabbe hat einen verdammt guten Riecher. Damit dürfte der Schweinehund irgendwo da draußen auf uns lauern. Er selbst hat gemeint, es sei riskant, bei Nebel zu fahren. Wir dürften mit der Pepita im Vorteil sein. Okay, das riecht doch arg nach Minigame, würde ich mal so behaupten. Moment, hier stimmt was nicht. Da fehlen Boote. Du hast recht. Und zwar ein jede Menge. Ein Boot, ein Ruderboot und eins mit Außenbordmotor. Knut Behring, Malek, Tuffig Tieselmann und Fischer. Das kann ja heiter werden. Wenn wir Glück haben, behindern sie sich gegenseitig. Den Ernstfall möchte ich mir lieber nicht ausmalen. Okay. So, dann schauen wir doch mal. Auf geht's. Unvorstellbar. Diese Yacht verfügt bestimmt über ein modernes Leitsystem. Das muss ein Vermögen gekostet haben. Tja, wie ihr seht, werden Millionäre und Kapitäne im zunehmenden Alter immer schrulliger. Oder genialer. Robbys Patenonkel hat sich mit dem alten Behring bestimmt gut verstanden. Drückt die Daumen, dass die Radaranlage ein noch nie dagewesenes technisches Highlight ist. Ruderboote und dergleichen liefern in der Regel kein ergiebiges Signal. Okay. So, kommen wir jetzt hier drauf oder nicht? Kommen wir nur weg? Hallo? Warum kommen wir denn hier nur weg? So. Moment, hier stimmt was nicht. Da fehlen Boote. Du hast recht. Ja, das ein Tretboot, ein Ruderboot und eins mit Außenbordmotor. Knut Behring, Malek, Tuffig Tieselmann und Fischer. Das kann ja heiter werden. Wenn wir Glück haben, behindern sie sich gegenseitig. Den Ernstfall möchte ich mir lieber nicht ausmalen. Ja, aber wir kommen hier nicht mehr drauf. Na super. Seht ihr, was ich sehe? Der Ausflugsdampfer hat abgelegt. Krabbe hat einen verdammt guten Riecher. Damit ja, dürfte das der kennen Schweinehund wir doch alles schon. Da draußen auf uns lauern. Er selbst hat gemeint, es sei riskant, bei Nebel zu fahren. Wir dürften mit der Pepita im Vorteil sein. Tja. Ja, das hatten wir ja schon. So. Ja, wir sind doch hier. Passt doch. Seht ihr, was ich sehe? Ja. Der Ausflugsdampfer hat abgelegt. Krabbe hat einen verdammt guten Riecher. Damit dürfte der Schweinehund irgendwo da draußen auf uns lauern. Er selbst hat gemeint, es sei riskant, bei Nebel zu fahren. Wir dürften mit der Pepita im Vorteil sein. Moment, hier stimmt was nicht. Da fehlen Boote. Ja, du hast recht. Ein Tretboot, ein Ruderboot und eins mit Außenbordmotor. Knut Behring, Malek, Tuffig Tieselmann und Fischer. Das kann ja heiter werden. Wenn wir Glück haben, behindern sie sich gegenseitig. Den Ernstfall möchte ich mir lieber nicht ausmalen. So, gut, sehr schön. Unvorstellbar. Diese Yacht verfügt bestimmt über ein modernes Leitsystem. Das muss ein Vermögen gekostet haben. Tja, wie ihr seht, werden Millionäre und Kapitäne im zunehmenden Alter immer schrulliger. Oder genialer? Robbys Patenonkel hat sich mit dem alten Behring bestimmt gut verstanden. Drückt die Daumen, dass die Radaranlage ein noch nie dagewesenes technisches Highlight ist. Ruderboote und dergleichen liefern in der Regel kein ergiebiges Signal. Ja, ist ja super. Aber ich will hier drauf, verdammt nochmal. Ah, da. Na, super. So, Leute, sind wir startklar? Ei, ei, Sir. Wir haben schon angepackt. Okay, na dann nehmen wir mal einen Schlüssel und los geht's. Ach, drehen müssen wir auch noch. Ahoi! Willkommen an Bord. Ich bin Klabauter, Ihr elektronisches Leitsystem für den Notfall. Sollte sich das Schiff auf Kollisionskurs befinden, ertönt folgendes Signal. Bitte weichen Sie dann manuell aus. Ich wünsche Ihnen Mast und Schotbruch. Was war das denn? Die Stimme klang genauso wie Captain Behrings Klabautermann.
Die Yacht besitzt einen Computer, der unseren Kurs trotz Nebels überwacht. Spätestens wenn er uns warnt, müssen wir am Steuerrad drehen. Ja, nochmal. Wahrscheinlich ist Klabauta ein Vorläufer seiner Art. Und Robbys Patenonkel hat ihm und Captain Berings Kobold die Stimme geliehen. Tja, eine Hand wäscht die andere. Jetzt heißt es aufpassen, wo ein Kirchturm aus dem Wasser ragt. Achso, so, ja, das ist jetzt die Frage, ne? Hier kommen wir nach rechts und links. Achtung! Testgebiet Ende! Bitte ausweichen! Das sind aber ganz schön viele. Aber sehen tue ich nichts. Achtung! Testgebiet Ende! Bitte ausweichen! Ah, okay. Achtung! Testgebiet Ende! Bitte ausweichen! Steht das jetzt hier? Ah, doch da, ja. Zum roten Punkt müssen wir doch, oder? Hallo? Oder sind wir der große Punkt? Nee, das war das Seepferdchen. Okay. Wir sind mit der Seepferdchen kollidiert. Das wird euch Landratten teuer zu stehen kommen. SOS. SOS. Wie geil. Wasser dringt ein. Sende Schadensbericht an Rettungsstation. Blub, blub, blub. Legen Sie Schwimmwesten an und verlassen Sie das Schiff umgehend. Notruf von Rettungsstation bestätigt. Los, Jungs, da gibt es nichts zu diskutieren. Wieso denn das nicht? Schade. Kommen wir hier irgendwie wieder raus? Was für eine Katastrophe. Das ist das Ende der Schatzsuche. TKKG hätten auf den Klabautermann hören sollen. Möchtest du es nochmal versuchen? Natürlich. Mal gucken, was wir jetzt für ein Boot so, haben. So, Leute, sind wir startklar? Ei, ei, Sir. Wir haben schon angepackt. So, okay. Dann mal los hier. So. Ahoi! Willkommen an Bord. Ich bin Klabauter, Ihr elektronisches Leitsystem für den Notfall. So, okay. Also der rote Punkt auf Kollisionskurs befinden. Wer sind wir? Ertönt folgendes Signal. Bitte weichen Sie dann manuell aus. Ja, das ist klar. Ich wünsche Ihnen Mast und Schotbruch. Was war das denn? Die Stimme klang genauso wie Captain Berings Klabautermann. Die Yacht besitzt einen Computer, der unseren Kurs trotz Nebels überwacht. Spätestens wenn er uns warnt, müssen wir am Steuerrad drehen. Wahrscheinlich ist Klabauter ein Vorläufer seiner Art. Und Robbys Patenonkel hat ihm und Captain Berings Kobold die Stimme geliehen. Tja, eine Hand wäscht die andere. Jetzt heißt es aufpassen, wo ein Kirchturm aus dem Wasser ragt. Die Frage ist, also wir sind der Punkt, der rote. Ah, da hinten. Achtung, Testgebiet Ende. Bitte ausweichen. Hier ist das Ding. Achtung, Testgebiet Ende. Bitte ausweichen. Nach Norden, Achtung, nach Süden. Testgebiet Ende. Warum bitte kommen ausweichen. Wir nicht nach Westen? Ah, jetzt kommen wir dahin. Achtung! Das Echolot meldet, Gewässer an dieser Stelle nicht schiffbar. Alles auf Halt! Okay, haben wir das jetzt geschafft? Da! Der Kirchturm von Elversbingen! Wir sind am Ziel! Och, los, Tim! Jetzt sind deine Tauchkünste gefragt! Ei, ei, Milady! So, okay. Wir drehen einfach mal um. So, dann will ich mal runter, ehe uns noch jemand zuvorkommt. Auf geht's! Gut, ich bin soweit! Na, das ging aber schnell.
einen Taucheranzug rein. Viel Glück, Tim! So, okay. Dann mal rein. Ins kühle Nass. So, hier ist die Kirche. Kann man da hier irgendwas sehen? Hier gibt's Gräber. Aber was soll ich denn hier suchen? Das verstehe ich nicht so genau. Hier, ach da. Zum Gedenken aller, die in der Ferne blieben. Okay. Was auch immer das heißt. Ah ja, Bernadette. Ich werd verrückt. Ach, unter Wasser kann man da noch reden. Cool. Die Beweise gegen Krabbe gehen vor. Ich tauche auf. Tim! Tim! Ich bin froh, dass du es geschafft hast. Was ist? Hast du den Schatz gefunden? Was ist in dem Umschlag? Eins nach dem anderen. Da unten ist eine ganze Kiste mit Moyet-Talern. Ein Vermögen. Und hier in der Hand halte ich den endgültigen Beweis für Krabbes Mitschuld. Jetzt könnte ich bei der Bergung Hilfe gebrauchen. Eingehendes Signal von Rettungsstation. Habe Eingang bestätigt und unsere Position übermittelt. Sie haben eine Nachricht. Hallo, ihr Schatzsucher. Ihr habt mir keine Ruhe gelassen. Wir haben gerade Gustav Krabbe abgefangen. Haltet eure Position. Ich komme mit einem Team an Bord. Robby, Ende. Ah, ja. Juhu! Juhu! Ja! Die TKKG-Freunde haben es tatsächlich geschafft. Jetzt soll die ganze Welt die Wahrheit erfahren. Nachdem wir alles über die verwegene Schnitzeljagd erfahren haben, drängt sich nun die Frage auf, was macht ihr mit dem Schatz? Die Moyet-Münzen sollen ganz im Sinne von Kapitän Bering helfen, Unrecht wiedergutzumachen. Der Besitzer der Milchbar zum bekehrten Seemann hat sich aus Amerika gemeldet. Er weiß von unserem Fund und ist hellauf begeistert. Ja, das ist mein Patenonkel. Er möchte Kapitän Berings Schiff erwerben und ein Museum über das Leben Bernadette de Moyets und anderer berühmter Piratinnen eröffnen. Natürlich spielt dabei auch der Tierschutz eine Rolle. Einen Teil des Geldes werden wir sowieso dafür spenden. Wird Gustav Krabbe seine gerechte Strafe erhalten? Das wollen wir doch hoffen. In der Kiste befanden sich wasserdicht verpackt gefälschte Fracht- und Zollpapiere, die die Handschrift Krabbes tragen. Frau Seidlitz hat ebenfalls Anzeige erstattet. Der Raubüberfall bleibt nicht ungesühnt. War da nicht auch ein Gaunerpärchen im Spiel? Tja, so ganz nebenbei haben wir Paula Tuffig-Tieselmann und Egbert Fischer auffliegen lassen. Die Polizei hat herausgefunden, dass die beiden schon seit Jahren unterwegs sind und als Trickbetrüger ahnungslose Bürger um ihr Geld bringen. Genau, aber wir haben noch etwas Wichtiges zu sagen und wollen damit ein Versprechen einlösen. Und das wäre? Beeil dich bitte, unsere Sendezeit ist gleich um. Wir möchten Robby danken. Ohne seine Hilfe hätten wir es diesmal nicht geschafft. Trinkt mehr Milch und besucht die Bar zum bekehrten Seemann. Ja, das war's. Ging doch schneller als erwartet. Aber ich denke, das ist natürlich kein Abbruch. Es gibt ja noch ein paar andere TKKGs. Und ja, mal gucken, ob ich sie alle spiele. Das kommt natürlich immer auf euch drauf an. Also wenn es euch gefallen hat, dann schreibt in die Kommentare oder liked es. Und ja, dann schaue ich mal, was ich als nächstes mache. Also dann macht's gut, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao.